Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Online. Wir spielen wieder eine entspannte Runde Red Dead Redemption 2 im Online-Modus. Und wir sind hier beim letzten Mal in Roach stehen geblieben. Hier wird auch immer noch geschossen. Und wir sind hier beim Büchsenmacher, denn wir wollten uns ja eigentlich schon am Ende der letzten Folge machen. Uns einfach mal anschauen, was wir mit unserem Schrotgewehr, mit unserer Schrotflinte machen können. Also würde ich sagen, holen wir das jetzt nach, auf jeden Fall. Und gucken wir uns die Anpassung auf jeden Fall an. Schauen wir mal, wo wir jetzt erst einmal die halbautomatische Flinte finden. Da ist er auch schon. So, rein hier. Naja, können wir ihm hier auch noch ein paar Dollar verschaffen. Machen wir das mal auf die kurze Art und Weise. So, haben wir mal 1,50 Dollar ausgegeben, statt es selber zu machen. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall die Komponenten mal anschauen, was wir da noch machen können. Wir können auf jeden Fall die Länge des Laufs verändern. Wir haben auf jeden Fall einen langen Lauf, finde ich auf jeden Fall besser. Bin eher so jemand, der auf weitere Entfernung gerne schießt. Von daher ist das auf jeden Fall besser. Wir können den Draht anpassen. Wir haben ja also auf jeden Fall schon den verbesserten Draht eingebaut. So, dann können wir noch das Visier verändern. Auch hier ist eigentlich alles schon so eingestellt, wie ich das gerne habe. Kurz beim Schaft reinschauen. Wir haben hier noch die Möglichkeit, eine einfache Maserung zu wählen oder eine breite Maserung. Das ist eigentlich, was hier so ein bisschen nur die Optik eigentlich verändert und nicht wirklich was dazu beiträgt, dass unsere Ware anders ist. Ich glaube, wir werden hier mal auf jeden Fall auf die breite Maserung wechseln. Die 60 Dollar haben wir auf jeden Fall. So. Und dann werden wir noch den Schutz kurz uns mal anschauen. Da haben wir auf jeden Fall den Lederschutz. Den finde ich auf jeden Fall besser. Oh, ist ja schon angelegt, also brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. Also können wir jetzt direkt zur Anpassung wechseln, also sprich zu den Dekorationen. Da können wir uns auf jeden Fall die Metalle anschauen und uns erstmal, ich würde sagen, wir fangen da direkt mit dem Lauf an. Würde ich sagen, da nehmen wir uns auch wieder irgendwas schön Helles. Finde ich, das würde auf jeden Fall besser passen. Gibt ja auch einen Goldlauf, finde ich nicht so passend. Silber sieht jetzt hier in dem Licht etwas seltsam aus, aber ich würde es trotzdem einfach mal machen. Mal sehen, wie das dann insgesamt aussieht. Schade, dass man das nicht im Vorfeld schon machen kann. Also quasi alle Komponenten auf einmal modifizieren und dann im Gesamt annehmen. Aber wir werden es jetzt mal auf Silber wechseln. Passt auf jeden Fall zu den anderen Waffen dann. So, jetzt können wir noch den Bolzen ändern. Da können wir uns auch die Farben anschauen. Wir haben Eisen. Aber wenn wir schon das machen, dann machen wir es richtig. Dann nehmen wir hier auch in dem Fall auch ebenfalls das Silber für 3 Golddollar. So, gar kein Problem. Machen ja immer mal wieder genug davon. So, ich würde auch sagen, den Korpus können wir eigentlich auch ändern, obwohl das hier nicht mit dem Schwarz sehr nett aussieht. Aber wir bleiben mal auf jeden Fall bei einem einheitlichen Look. Fände ich jetzt schade, wenn da eine Komponente nicht entsprechend eingefärbt wäre. Wir werden auch das Visier auf Silber ändern. Ich denke, das sieht dann ganz gut aus. So, dann haben wir noch den Abzug. Den werden wir natürlich ebenfalls in Silber einfärben, auch wenn der kleine Hahn jetzt hier nur 3 Golddollar kostet. So, machen wir weiter mit den Gravuren. Wird ganz gut, wenn wir die Gravur auch etwas auffälliger gestalten. Mal sehen. Oh, ich glaube aber, ja, die sieht etwas besser aus. Die andere ist mir hier etwas zu wenig sichtbar. Also nehmen wir die hier. So. Oh, mal schauen, ob wir den Korpus noch anpassen können. Ich glaube, das können wir so lassen. Das war jetzt auch für alles. Dann schauen wir mal, ob wir den Schutz noch einfärben können oder verändern können. Ja, könnten wir eigentlich noch eine andere Farbgebung geben. Mal schauen, was dazu passt. Aber ich glaube, das mit dem schwarzen oder mit dem dunklen Griff oder hier mit dem dunklen Schutz passt schon ganz gut. Können wir eigentlich so lassen. Haben wir uns auf jeden Fall mal angeschaut. Jetzt kann man auf die Lackierung wechseln. Die sollte man natürlich auf jeden Fall versuchen, den anderen auch etwas anzugleichen. Und ich denke, da passt das Ebenholz hier eigentlich recht gut. Schauen wir mal ganz kurz noch weiter. Hier gibt es immerhin 16 verschiedene Holzarten, die man wählen kann. Oh, dunkle Walnuss passt natürlich hervorragend. Also die 20 Dollar sind es jetzt auf jeden Fall wert. Und wir haben einen komplett neuen Look. Ich denke, wir können hier rausgehen und haben einen sehr netten neuen Look für die Flinte. Sehr schön, gut. Munition, darum habe ich mich schon im Vorfeld gekümmert und die wieder komplett aufgestockt und können wir auch direkt weitermachen. Ich denke, das sieht jetzt auch ganz gut aus hier auf dem Rücken mit den beiden silbernen Waffen. Oh, großartig, gefällt mir. So, wenn wir mal rausgehen und wir haben hier etwas, das gegenüberliegt und zwar das Sheriffs Büro. Oh, wir haben jetzt unsere Blutgeldmission abgeschlossen und
haben die Kapitale rausgeholt für die tägliche Herausforderung. Ist immer noch der gleiche Tag wie in der letzten Folge, in dem Fall mal wieder. Schauen wir ganz kurz rein. Wir hatten ja da am Ende der letzten Folge auch noch eine zweite tägliche Herausforderung abgeschlossen. Wie ich schon gesagt habe, man sollte eine gewisse Distanz zurücklegen. Also wir haben 15.840 Meter zurückgelegt. Ich denke, das ergibt sich irgendwie aus der Umrechnung von Meilen, diese sehr interessante Zahl. Nun gut. So, jetzt würde ich sagen, wir schauen uns auf jeden Fall die Steckbrieftafel an und werden diesmal etwas Besonderes machen. Und zwar hatte ich das ja auch schon mal gesagt, hier sind noch legendäre gesuchte Personen möglich anzugehen. Also werden wir uns das auf jeden Fall mal anschauen. Da haben wir auf jeden Fall mehrere zur Auswahl, die wir machen können. Hier einen habe ich schon mal gemacht, aber wie ihr seht, ich habe glaube ich zwei oder dreimal versucht, diese Mission in der Vergangenheit gemacht, kenne die Mission also nicht. Also können wir eigentlich irgendeine auswählen. Und da haben wir hier den Hirten Virgil Edwards. Der steht jetzt hier ganz oben in der Liste. Könnte man direkt angehen. Oder ein Jean Blue Finlay, ja, heißt es hier, gesucht wegen Verbrechen im ganzen Staat, tot oder lebendig, höhere Belohnung, wenn lebendig. Und das geht hier für alle. So, und da kann man dann halt die Mission wiederholen, auf jeden Fall. Wenn man sie abschließt, kann man dann die nächste Stufe angehen. Also hier bei der wäre dann schon die zweite Stufe. Okay, gut, ich würde sagen, wir fangen einfach oben an. Wir nehmen den Hirten Virgil Edwards und schauen uns die Mission mal an. Okay, this crazy son of a bitch, Virgil Edwards, the Shepherd, leader of a sect called the Seventh Generation, who believe mankind's about to face its final reckoning. A sadist with a silver tongue, who's been gathering lost souls from far and wide, promising eternal salvation. He's gone to ground. Hasn't been seen in months, but folk been saying he's put out a call to arms for some kind of mass cleansing of sin. Groups of his followers are camped out in Roanoke Ridge, north of Annisburg, waiting for their shepherd to appear and show them the way. Maybe one of them has some information that'll lead you to him, so he can face his own reckoning. Okay. So, auf jeden Fall eine etwas aufwendigere Mission, so viel kann ich schon mal sagen. Meistens sind die in mehrere Teile aufgeteilt. Mal sehen, was das jetzt wird. So, wir schauen erstmal in unsere Tasche. Wir werden uns auf jeden Fall vorbereiten. Das heißt, wir werden wieder ein Großwildfleisch mit Ackerminze essen. So, das ist auf jeden Fall angebracht. Und ich glaube, für die Mission ist es auch sehr angemessen, wenn wir wieder auf das Bounty Hunter Outfit wechseln. So, das möchte ich jetzt hier auf jeden Fall sehen. So, jetzt heißt es hier, durchsuche die Lager nach dem Aufenthaltsort des Hirten Virgil Edwards. So, ich würde mal sagen, wir schalten uns erstmal die Karte wieder ein und schauen mal, wo diese Lager sich befinden und wo wir hier eigentlich gelandet sind. Wir sind etwas nordwestlich von Annisburg. So, und jetzt haben wir eine gleich hier drüben, wo auf der Flussseite und dann zwei auf der anderen Flussseite. Ich würde sagen, wir werden hier gleich nach Westen reiten. Ist ein bisschen schwieriges Gelände. Wir haben ja also auch, wie man sehen kann, sehr viele Höhenlinien. Aber es verspricht eigentlich, dass wir von oben auf jeden Fall uns notfalls diejenigen vornehmen können, die da sind. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein, dass wir irgendwelche Klippen oder Kanten runterstürzen. Mal sehen, ob das hier halbwegs gut gelingt. Aber das sieht hier schon mal schlecht aus. Oh, ich glaube, da haben sie gleich mal verbiestert. Mal sehen, ob wir hier mit Beauty vernünftig runterkommen. Ob wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja, man kann ja entweder den vorsichtigen Weg nehmen oder man kann natürlich außen rum reiten. Das wäre die andere Variante. Mal sehen, wie das jetzt läuft. Lange, wie ihr seht, also auch nicht viele legendäre Kopfgeldmissionen in der Vergangenheit gemacht. Also ist auch für mich jetzt hier quasi noch ein Teil, den ich auf jeden Fall blind spiele. Daher werde ich auch hier keine Rücksicht nehmen. Also wenn wir den aufspüren, dann wird der auf jeden Fall, wenn man nicht normal kriegen können. Und ich werde mir jetzt also keine Mühe geben, fangen wir es mal so an, den Satz. Ich werde mir keine Mühe geben, den lebendig abzuliefern. Also ich werde ihn vor allem kriegen, ich will mir die Mission anschauen. Und dann kann man sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad oder ähnlichem dann sauber abschließen und ihn lebendig fangen. So, wir sind auf jeden Fall in der Nähe des ersten Lagers. Wir steigen hier einfach ab und nähern uns dem mal. Wir kontrollieren kurz unsere Waffen, ob wir alles dabei haben. Wir haben jetzt bei der Mission definitiv auch, wie man sehen kann, oben rechts mehrere Leben.
Das heißt, also wir können uns auch einen Fehlschlag erlauben. Es ist also ähnlich wie bei der Blutgeldmission, beziehungsweise der Blutgeldgelegenheit neulich. Das heißt, wir können hier also mit heftigem Widerstand auf jeden Fall rechnen. So, hier steht schon mal einer. Ich glaube, wir fangen einfach an zu schießen und gucken, was passiert. So, der hat da irgendein Zeichen an einem Baum gemalt. Das ist nicht gut für ihn. Und da drüben sind die Kultisten offensichtlich. Also nehmen wir uns die mal vor. So, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir die einfach ausschalten. Da läuft eine. Die versteckt sich aber ein bisschen auffällig. Die gute Dame da vorne. Oh, das ist schon erledigt. So. Schauen wir uns hier einfach in Ruhe um. Da hinten ist, da oben ist auch noch einer. Schon mal zu sehen. Da oben stehen mindestens drei. Ich liebe das Kakane. Wer da oben ist offensichtlich noch ein Priester. Das sieht fast so aus. Na, auf jeden Fall von der Kleidung jetzt zu urteilen. Wollte gerade sagen, gestaunt. Das sah fast aus, als hätte ich den Treffer überlebt. Und das mit dem Kakano. Das kann ja nicht sein. Da ist wohl jemand weiteres. Oh. Auf jeden Fall mitgefangen, mitgehangen und so weiter. So, der ist auch erledigt. Mal sehen, ob wir das Lager hier ausgeschaltet bekommen auf die Art und Weise. Und wir sollen uns ja nach Hinweisen umschauen. Wir können auf jeden Fall die Kultisten hier untersuchen. Das heißt, also mal gucken, was die da so dabei haben. Mal schauen, ob wir mit dem Deadeye etwas erkennen können, was wir uns anschauen können. Wir haben ja auf jeden Fall jemanden, der leuchtet. In Ordnung. Eine fremde Person. Hier haben wir auch einen Tomahawk am Boden. Okay. In Ordnung. Man kann auch als Wurfwaffe benutzen. Dann kann man also auch beispielsweise, ja, quasi in Anführungszeichen Stealth-Missionen erledigen. Hier haben wir weitere Tomahawk liegen, interessanterweise. Und irgendwas wird uns hier offensichtlich angerechnet. Das finde ich sehr interessant. Ja. Also schießt auf jeden Fall noch einer. Da drüben scheint einer zu hocken. Ja, auf jeden Fall getroffen, aber nicht tot. Steckt immer den Kopf vor. Also erledigt. Okay, so hübsch dekoriert hier. Hier oben ist noch irgendwas aufgebaut. In Ordnung, scheint wohl dazu der Mission zu hören. So, wir sind auf jeden Fall vorsichtig. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Schütze sind. Und gerade so eine Stellung wie da drüben würde sich ja dafür anbieten. Und mit den Schützen haben wir schlechte Erfahrungen. Also die müssen wir ja nicht gleich wieder machen. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal hier kurz über den Fluss und schauen mal hier, ob wir hier irgendwas entdecken können. Hier sind auf jeden Fall zwei weitere Personen zu erkennen. Ob die jetzt oben oder unten sind, nicht ganz ersichtlich. Oh, hier sieht man auch ins Dunkel, das ist nicht gut. Mal sehen, ob es hier weiter in die Höhle reingeht. Ja, da ist auf jeden Fall jemand. Oh, okay. War natürlich gemein in diesem Gegenlicht. In Ordnung, der lebt aber da noch, der Kerl. Okay, er lebt, ich muss mich korrigieren. Tut mir leid. So, und wir sollen die Leiche des Kultisten plündern. Wir haben also alles richtig gemacht. So. Und wir haben ein Wolfsherz gefunden, interessanterweise. So, und jetzt sollen wir dieses Lager weiter nach Hinweisen durchsuchen. Na, das heißt, wir werden uns mal aufmachen zum nächsten Lager, hier etwas nördlich auf dieser Flussseite. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt Beauty auch nicht unbedingt ranrufen. War ein bisschen ungünstig hier. Ich glaube, den Weg machen wir kurz zu Fuß. Aber bis Beauty hier ist, naja, wer weiß, da ist ja dann schon alle, die laufen. So, ist auf jeden Fall nicht weit. Wenn ich das richtig verorte, müsste das linke Lager genau näher liegen. Ganz genau. Wir sind ja auch schon fast wieder da. Also, das lohnt sich ja nicht, da mit dem Pferd zu reiten. Also wäre sie jetzt da gewesen, die paar Meter hätte man machen können. Aber wir nehmen einfach mal die Füße in die Hand und laufen mal ein bisschen. Muss auch mal sein. Tut doch Hilfe für die Kondition auf jeden Fall. Unsere Ausdauer ist ein bisschen runter. Ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz, ob wir was dafür tun können. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu essen unter Umständen, was wir uns da gönnen können. Ja, sieht aber jetzt erstmal im Moment nicht so aus. Das kann man aber auf jeden Fall über... Okay, Zeit hat hier noch einmal Kokain-Kaugummi. Nur, das hätten wir jetzt ja nicht gebraucht. Ein bisschen feinfühlig die Steuerung wieder. Und jetzt, okay. So, hier muss das nächste Lager wohl sein. Ich staune. Okay, hier ist wohl eine Geisel auch. Das richtig höre. Da möchte jemand befreit werden, denke ich mal. Mal sehen. Da sind auf jeden Fall auf den Pferden unterwegs. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht die Geisel. Sah fast so aus. Ein bisschen schwer einzuschätzen, wer hier wozu gehört. Okay, also die zwei sind definitiv auszuschalten. Schauen, dass sie jetzt HP-Balken haben. Hab ich auch noch nicht gesehen.
Jetzt waren die ab. Jetzt hätten wir uns Bürüter vielleicht ranrufen sollen. Aber wenn die jetzt hier gerade abhauen, dann glaube ich, haben die Nachteil. Nämlich mit dem Kakano sind sie nämlich leichte Futter. Leichte Beute. So, ich hoffe, wir erschießen jetzt nicht diejenigen, die liegt auf dem Pferd. Ich glaube, die müssen wir befreien. Würde ich jetzt jedenfalls erstmal so deuten. Aber auf jeden Fall sie just unterscheiden mal von den anderen. So, da ist noch einer von denen. So, der ist ausgeschaltet. Da drüben ist auch noch einer. Eine, okay, Entschuldigung. Ma'am, tut mir leid, aber das ist jetzt auch Glück, auch real. So, da haben wir wohl den Priester, den ausgeschaltet. So, und jetzt sollen wir die Leiche des Kultisten plündern. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, wir werden auch die Dame hier befreien. Mal sehen, ob wir die hier vom Pferd runterkriegen. Ob uns das irgendwas Positives bringt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es sehr auffällig. So, können wir mal gucken, ob wir die auch noch losschneiden können. So, wir werden mal losschneiden hier. Kann sie auf jeden Fall fliehen. Die Koffi greift uns nicht an. Die Koffi haben ihn gefallen, die dann. Was? Hat die gerade gesagt, du verrückter Narr? Okay, glaubt, sie ist so etwas ähnliches wie dankbar. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. So, und wir haben Fledermausflügel gefunden. Na, großartig. So, ich glaube, wir haben das zweite Lager auch schon abgeschlossen. Das ist schön. Gut, wir haben auch keine Zeitbegrenzung. Also machen wir das ganz in Ruhe und entspannt hier auf jeden Fall. Und sollte sich das, ich hoffe, das jetzt in dieser Folge auf jeden Fall aus. Wenn nicht, würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall zu Ende. So, ja, ich finde es also ganz wichtig, sich das hier ganz in Ruhe auch anzuschauen. Beziehungsweise ganz in Ruhe zu machen. Überstürzen brauchen wir eigentlich nichts. Wir können uns so mit dem Dead Eye umschauen, ob wir irgendwas finden. Da ist auf jeden Fall eine Schatulle, die wir uns anschauen können. Die hat gerade erleuchtet. Gucken wir mal rein. Aber vielleicht finden wir da ein paar Wertgegenstände. Ne, wir finden offensichtlich Dosenpfirsiche oder so ähnliches. Ne, auf jeden Fall erstmal ein Wundertonikum. Okay, und wir haben Dosenobst gefunden. Das ist ja ein Schatz hier, meine Güte. Die verehren komische Sachen. Gut, Wolfherzen, Fledermaus, Flügel und ja, Dosengemüse oder Obst. Nur gut, also, ich weiß ja nicht. Naja, Kultisten halt. Eher, wenn man auf Kultisten trifft, sie sind merkwürdig und machen komische Sachen. So, wir werden mal zum nächsten Lager reiten. Mal sehen, die da auch so drauf sind. Aber wir werden uns garantiert auch wieder beschießen. Also bisher geht die Mission auf jeden Fall. Oh, mal schauen. Was denn passiert? Also drei Lager ist ja schon mal eine Hausnummer auf jeden Fall. Wenn wir die ausgeschaltet haben, macht auf jeden Fall erstmal soweit Spaß. Und ja, so viel war interessant. Wir wollen mal wieder was anderes zu machen, so ein bisschen was storymäßig. So, wir sollten am richtigen Ort sein. Die sind unten irgendwo oder vor uns. Auf jeden Fall mal Beauty schon mal stehen lassen. Wir schauen uns mal um. Auf jeden Fall eine nette Gegend, in der wir sind. Und das ist ein riesen Wasserfall. Und das hier doch zu hören. Okay. Vor uns ist jemand, die betet da. An die werden wir uns mal anschleichen. So, ich glaube, wir nehmen mal auf jeden Fall das Messer wieder raus. Ich glaube, die schalten wir mal hier ruhig aus. Ah, nee, das sind eher. Okay, das ist nicht die, die wir gehört haben. So, der ist ausgeschaltet. Ich glaube, das hat er aber immer mitgekriegt. Na gut. Mal Pech gehabt. Gut. Naja. Ich war ja auch nie auf Subtilität aus. So, schauen wir mal. Was wir da einen erwischen können, ist gerade eine schlechte Schussposition, muss ich leider feststellen. Aber mal sehen, das geht auf jeden Fall besser von hier. Da drüben sind auch noch welche. Das ist sehr gut hier. Der hat völlig in die falsche Richtung geguckt, der wusste ja nicht, was ihm passiert. Aber wartet, ein gnädiger Tod sozusagen. So, da ist wohl noch eine Kultistin in diesem Fall. Ne, das ist auch wieder ein Priester, so wie es aussieht. Der tänzelt da etwas rum, versteckt sich da dem Obstkorb, aber das bringt ihm nichts. Ich glaube, wir haben ausgeschaltet. Mal voran. Und von links ist noch was zu hören. Da ist noch einer. Und da ist auch schon erledigt. Und wir haben das wohl. So, jetzt sollen wir die Leiche des Kultisten plündern. Machen wir das aber. Wir plündern natürlich auch die anderen Leichen. Schauen wir uns nochmal kurz um, ob wir vielleicht noch eine Schatulle oder ähnliches finden. Wo ist mal so ein Blick in die Runde? Ich sehe erstmal nichts auf den ersten Blick. Da drüben ist noch eine Kiste eventuell. Okay. So, wo war es? Der Kultist hier gestorben. Schauen wir mal ganz kurz. Ah, hier auch wieder diese Blumendekoration. Auf jeden Fall auch eine kleine Besonderheit in der Mission hier. Da liegt der Kultist. Schauen wir uns den mal kurz an. So, mal sehen, was wir jetzt finden. Aha, wir haben eine Notiz des Hirten gefunden. Großartig. So, und jetzt sollen wir das Gebiet nach dem Höheneingang durchsuchen. Na, das ist ja großartig präzise.
Na gut, okay. So, dann würde ich sagen, wollen wir uns mal Beauty ran. Steigen schon mal auf und schauen mal, wo dieser Höheneingang ist. Ich befürchte ja fast, du musst zum ersten Ort zurück. Nee, es ist auf jeden Fall ein ganzes Ende weiter südlich, in Ordnung. Gut, dann werden wir einfach der Wegmarkierung folgen und dahin reiten. Mal sehen, wo wir hier überhaupt einen Weg wiederfinden. Wir sind hier mitten im tiefen Wald. Und ja, okay. So, ich denke, wir haben bis dahin auf jeden Fall Ruhe. Nee, haben wir nicht. Ich irre mich. In Ordnung. Wir werden auf jeden Fall schon verfolgt. Wo die Kultisten unsere Spur aufgenommen. Die scheinen ja das Gebiet komplett eingenommen zu haben. Er lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Da drüben ist auf jeden Fall noch jemand. Oh, die ist nicht ausgeschaltet. Oh, jetzt aber. Von hinten kommt noch einer mindestens. Aber wir haben wohl alle aufgeschreckt jetzt hier. So, die ist erledigt. Wir haben da hinten noch einen, der kommt. Mal sehen, ob wir den kriegen können. Erledigt. Und wo ist der nächste? Einer muss da auf jeden Fall noch sein. Oh, direkt neben uns. Das ist ungünstig. Mit dem Bogen. Na, das ist ja eine lustige Nummer. Na, das wird nicht, Freund. Das wird nicht, Fräulein. So, wo geht das nicht? So, wir sollten uns mal aber einen Weg, glaube ich, zu der Höhle suchen. Ansonsten sind wir nur mit den Schergen hier beschäftigt. Das muss ja nicht sein. Oh, hier haben wir irgendein Lager vor uns. Achso, das war eins der Lager, die zu denen gehören. Okay. So, aber wir sollten mal einen Weg versuchen zu finden in Richtung des Höheneingangs. Ich glaube, das ist nicht besonders lohnend, wenn wir die hier machen. Und wir werden verfolgt, in Ordnung. Und wir müssen da runter. Das ist hier in der Gegend auf jeden Fall ganz gut, wenn wir dem Weg ganz dort einfach folgen. So, die läuft erstmal. Ich glaube, das Pferd ist erledigt. Also irgendwie müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. So, wir wollen mal hier kurz ein kleines Stück abkürzen und jetzt dem Weg folgen. So, muss ja nicht sein, dass wir uns ja mit denen aufhalten. So, Glänzchen dürfte das auf jeden Fall noch sein. Bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich denke, wir werden mit ziemlich viel Gegenwert zu rechnen haben. Ich hoffe, wir haben hier noch Munition bei. Also ich habe vorsorglich definitiv die Vorräte komplett gemacht. Und zumindest für die Revolver haben wir noch einen dritten Munitionstyp dabei. Auch hier wird man abbiegen müssen. Das ist nicht gut. Und die Kante hier sieht nicht gut aus, da um sie runter zu springen auf jeden Fall. Man kann hoch da vorne runter. Nicht allzu weit weg zum Glück. Gut, dann nehmen wir den Weg. Auch gut. Kein großer Fehler hier. Oder zumindest ein Fehler, der sich schnell korrigieren lässt. So. Auf jeden Fall eine nette Gegend hier, wo die sich hier eingenistet haben. So, sollten wir auch langsam an der Höhle wohl ankommen. Kann nicht mehr so weit sein, denke ich. Mal sehen. Auf jeden Fall macht es jetzt schon mal sehr interessant, hier die Mission zu spielen. Bin gespannt, was denn jetzt hier gleich passieren wird. Jetzt haben wir auf jeden Fall offensichtlich alle Verfolger abgehängt. So, wir sind wohl am Höhleneingang oder in der Nähe des Höhleneingangs. Ach, jetzt sollen wir auch noch suchen. Tja, dann suchen wir mal die Gegend ab. Bin mir gerade nicht sicher, wo die sein könnte. So, also hier ist auf jeden Fall kein Höhleneingang. Mein Kopf, wir suchen jetzt hier nicht ewig. Also das ist definitiv was, wo ich sagen muss, das ist natürlich beim zweiten Mal definitiv einfacher. Wir haben offensichtlich den Höhleneingang gefunden. Wir haben auf jeden Fall Kultisten gefunden. Die rote Markierung war doch eigentlich nur nützlich und hilfreich. Und da vorne war auch schon definitiv jemand zu sehen. Nicht nur einer, mindestens zwei Kultisten. Und die tragen irgendwie ganz offensichtlich das falsche Outfit. Oh, die schießt mit Bogen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben wir auch nicht erwischt. Die steckt da den Kopf davor. Mal sehen, ob wir sie erwischen können. Nee, die möchte nie rauskommen. Schade eigentlich. Na, jetzt hat sie die Position gewechselt. Das war natürlich nicht gut für sie. So, ich habe irgendwie die Gefühl, es ist auch dunkler als vorher. Da drüben scheint einer zu sein. Ja, auch erledigt. Aber irgendwie wie stimmungsvoll. Jetzt fängt es an zu donnern, habe ich das Gefühl. Die Musik hat sich auch definitiv verändert. Finde ich sehr nett. Dass das auf jeden Fall hier so ein Teilaspekt davon ist. Und wir haben da vorne jemanden, der kommt gerade raus. Der war ein bisschen zu selbstsicher, der Kerl. Ja, also wie klischeehaft ist denn das, dass das jetzt anfängt zu blitzen und zu donnern? Wie in einem guten Film. Gut, dann schauen wir uns das mal an hier. Ich glaube, wir sollten hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, die Höhle dürfte sehr unübersichtlich sein. Und wir sehen auch nicht wirklich viel, recht dunkel. So, ich hoffe, uns fällt niemand in den Rücken. Und wir haben hier halbwegs sauber vorgearbeitet. Ah, ich habe auch niemanden weiter gesehen. So, nehmen wir nochmal alles mit, was wir hier mitnehmen können. Und ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall die Pistolen raus. Das dürfte auf jeden Fall besser sein. Und wir werden schon wieder beschossen. Na, großartig. So, der nächste ausgeschaltet.
Pass mal auf, dass wir hier ins Feuer rennen. Und auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass der diese Höhle nicht mehr lebend verlassen wird. So. Oh, ziemlich wüst hier. Sieht ziemlich chaotisch aus in der Höhle. So, wir sind auf jeden Fall vorsichtig. Wir schleichen uns hier an. Wir sind ja auch ganz alleine, also. Bei so vielen ist, glaube ich, Vorsicht auch nicht schlecht. Auf der rechten Seite ist auf jeden Fall jemand zu erkennen. Unten eine Navigation. Das nutzen wir auf jeden Fall zu unserem Vorteil. Mal sehen, ob wir da jemanden entdecken können. Da drüben müsste eigentlich jemand sein, aber ist nicht zu sehen leider gerade. Auf jeden Fall ist es sehr nett, hier seine Stimme zu hören. Klingt ein bisschen, tja, wie aus einem alten Film. Und hier müsste jemand direkt vor uns sein. Oh, oh, wir werden von oben irgendwo geschossen. Okay, der hat uns umrundet. Da oben ist noch eine weitere Ebene offensichtlich. Ja, die steckt hier im Dunkeln, die Dame. Okay. Das war schlecht zu sehen, dass da noch eine weitere Ebene ist. Bloß wie, dass wir so vorsichtig sind. So, jetzt haben wir wohl eine Sackgasse entdeckt. Oder nein, hier geht's nach links weiter. Okay. Wir haben schon mal den Kakan in den Anschlag genommen. Und die haben auf jeden Fall vor uns welche. Da haben wir jemanden. Mal sehen, ob die rauskommen möchte. Tut sie nicht. Die verstecken sich alle bloß. Wenn wir jemanden entdecken können. Ist der da? Nein, da ist jemand. Oh, die ist erledigt. Finde ich ja auch eine interessante Gegenwehr hier auf jeden Fall mit den Bögen. Ich glaube, wir werden auch schon von hinten aus dem hinteren Teil der Höhle geschossen. Ja, definitiv. So. Okay, das ist ja nett hier auf jeden Fall. So, wir bleiben mal weiter vorsichtig. Die können ja auch von hinten kommen plötzlich. Da ist jemand. Und der schmeißt tatsächlich mit Tomahawks und fasselt nicht. Das war ein interessanter Treffer auf jeden Fall. So, und unser HP regeneriert sich jetzt gerade langsam. Ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. So, aber das sollte sich noch ausziehen. Wir können ganz kurz mal einen Blick in die Tasche werfen, ob wir noch etwas essen können. Das sollten wir uns vielleicht gönnen. Mal schauen, wir haben noch gekochtes, sinniges Fleisch. Das füllt unseren Kern aber nicht. Ich glaube, wir machen hier keine Experimente. Wir werden kurz noch mal ein Großwildfleisch mit Ackerminze essen. Oh, dann sollte das ein bisschen besser gehen, wenn unser Kern golden ist. So, wir schauen mal weiter. Also irgendwie klingt der Kerl wie aus einem, ja, wie aus einem Film mit einem Megafon oder ähnlichem. Das scheint er zu sein. Der hat auf jeden Fall eine Metallhaube auf. Das finde ich sehr interessant. Und das ist der auch definitiv. Der hält auf jeden Fall eine Menge aus. Ich bin erstaunt. So, ich würde ja fast sagen, das wäre ein Fall hierfür. Mal sehen, ob wir dem da drüber werfen können, was der dazu sagt. Wir können auch versuchen, ihn mal im Nahkampf zu kriegen, aber irgendwie hält das Gefühl, dass das nicht unbedingt funktionieren wird. Mal sehen. Das steht nicht. Steht jetzt direkt vor uns und wir können nichts machen. Finde ich großartig. Also, man konnte nicht zuschlagen oder ähnliches. Also, genau solche Sachen liebe ich an diesen Missionen. So, wir dürfen wieder in die Höhle. So, ich hoffe, hier sind jetzt die anderen, die im Vorfeld waren, ausgeschaltet. Also, der hat richtig viel ausgehalten, komplett unerwartet, viel. Also, der war, tja, wie gesagt, ich bin gerade etwas fassungslos. Also, wirklich. Also, das sind so denn Bossgegner, die dann, die, weiß ich nicht, 80-fachen, 50-fachen HP haben, so wie das gerade aussah. Und wie gesagt, lange keine dieser Missionen mehr gespielt. Von daher auch eine Erfahrung auf jeden Fall. Ich schaue, dass ihr überhaupt die Dynamitstange überlebt hat. Und ja, wie man den dann lebendig fangen soll, ist eine gute Frage. Aber wir können es auf jeden Fall versuchen. Da ist er nämlich schon wieder. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal diesmal mit dem Lasso. Tja, ich weiß nicht, ob das was bringt. So mit dem Bolas versuchen. Wenn jemand verstärkte Lasso mal in die Hand. Mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Ne, passiert gar nichts. In Ordnung. Dann gehen wir mal lieber in Deckung.
Und wir werden mal versuchen, dem irgendwie anders beizukommen. Wir werden auf jeden Fall die Schrotflinte rausholen. Ich glaube, das ist ganz günstig hier. So, da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Ich würde auf jeden Fall gerne noch den weiteren Schergen hier erledigen. Bevor wir weitermachen. Oh, die ist zu Boden gebracht. Dann ist auch erledigt. Dann kann man sich nämlich in Ruhe um den da kümmern. Weil man da vor dem stand und nichts machen konnte, das ist natürlich extrem günstig. Und wir versuchen auf jeden Fall nochmal ganz kurz mit dem Lasso. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir haben noch ein Leben. Notfalls ist er denn alleine. Nee, man kann da nichts anvisieren. Das finde ich großartig. Also werden wir den einfach versuchen zu erschießen in irgendeiner Form. Also der soll jetzt erstmal Blei fressen. Gehen wir mal kurz beiseite. Okay, wir haben den wohl. Okay, die Armor runtergeschossen. Also die Rüstung runtergeschossen. In Ordnung. Versuchen wir das mal. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ob wir den jetzt hier kriegen können. Oh, so, Lasso macht nichts. Ja, jetzt haben wir. Sehr schön. Okay. Hervorragend. Okay, also man muss wohl erst die Rüstung runterschießen. So, und dann können wir den aufheben. Und hier rausschaffen. Großartig. In Ordnung. Okay, also das muss man auf jeden Fall wissen. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die nicht ganz offensichtlich ist, weil sie sich komplett von den anderen Spielmechaniken unterscheidet. Oh, da ist unser Hut. Na, das ist ja großartig. Na gut, okay, Hut müssen wir jetzt wohl lassen. Oh, da kommt jemand. Gut, wir müssen den ablegen. Ich hoffe, wir bringen ihn damit nicht um. Wir heben unseren Hut auf. Und wir werden mal gucken, dass wir die Verfolger irgendwie, die hier vor uns sind, erstmal ausschalten. Und sehen, ob das irgendwie funktioniert, weil wir visieren schon wieder den Falschen an. Oh, der ist ausgeschaltet und von rechts kommt jemand. Die ist ganz schwer, irgendwas zu erkennen. Na, ja, jetzt visiert das System automatisch den Virgil an. Das finde ich ganz großartig. Macht unheimlich viel Spaß, so zu zielen. Ja, wir können mal über Kakano versuchen. Wir stehen hier mitten. Ja, also, das macht keinen Spaß gerade. Oh, das ist jedenfalls sehr ungünstig, wenn einem dann das falsche Ziel gegeben wird. Und die Kamera falsch zieht. Das ist sehr ungünstig. Oh, der ist auch kaum zu erkennen. Da kommt noch ein zweiter auf jeden Fall. Die ist erledigt. Ich glaube, die war zuerst erledigt. Stehen ist hier ein bisschen sehr exponiert. Das ist mir bewusst, aber... so, jetzt haben wir den wohl. So, wir können ihn wieder aufheben. Ja, also sehr unschöne Geschichte hier. Mit dem auf jeden Fall werden von hinten noch einige. Da kommt von hinten noch jemand. Da oben muss noch jemand sein. Ich glaube, wir sollten uns hier einfach versuchen, so schnell wie möglich zu entfernen. Ja, wenn wir nochmal irgendwo ablegen, der wird ja wohl nicht vielleicht versterben. Wir wollten auf jeden Fall auch eine Pistole im Anschlag haben. Das ist gut. So, jetzt kommt auch einer von hinten. Jetzt können wir auch wieder nur ihn anvisieren. Genau die gleiche schöne Geschichte wie eben unten. Ja. Ja, das ist... auf jeden Fall extrem erschwerend, dass wenn man jetzt in den Zielmodus wechselt, man direkt auf ihn zielt. So, aber auch irgendwie das hingekriegt. Also hier muss man sich mehr mit dem System rumärgern, als tatsächlich die Mission vernünftig abzuschließen. So, ich glaube, hier vorne kommen wir aus der Höhle raus. Das dürfte erstmal das Wichtigste sein, dass wir wieder draußen sind. So, und dann werden wir uns mal die hier vornehmen, die hier draußen unseren Rückweg blockieren. So, und wir haben jemanden neben uns stehen direkt. Wir ziehen uns mal in die Höhle kurz zurück und werden kurz was für unser HP tun. Das ist jetzt nämlich nicht günstig. So, wir nehmen mal kurz einen Schwarzgebrannten. Ich hoffe, wir betrinken uns nicht wieder völlig. Ja, gut, erledigt. Ja, geht schon. Irgendwie kommen wir schon klar. Das ist ja nicht die erste Mission, die wir machen. Schmeißt hier mit dem Tomahawk. Ich weiß nicht. Nee. Zum Glück hat sie nicht getroffen. Rechts ist noch jemand. Oh, schöner Hüfttreffer. Da ist auch noch jemand. Auf jeden Fall jetzt den ganzen Kult hier offensichtlich, den wir jetzt noch ausschalten dürfen zum Schluss. Und irgendwie schießt von da hinten noch jemand. Kaum zu, nicht zu sehen, wo, von wo das kommt. Da ist jemand. Direkt vor unserer Nase. Das war eigentlich zu offensichtlich. So, da ist Virgil Edwards. Wir werden ihn mal wieder aufheben. Und ich glaube, wir können ihn jetzt abliefern gehen. Hervorragend. Zum nächsten Gefängnis oder Gefängniswagen. Das dürfen wir uns wohl selber aussuchen. Ne, definitiv nicht. So, wir werden ihn mal hier platzieren. Wir werden nämlich schon wieder beschossen. Das finde ich gar nicht gut. Gut, okay. In Ordnung. So, der eine Tod ist natürlich sehr unschön gewesen. Aber
war hier irgendwie nie so wirklich zu vermeiden. Aber egal, wir haben ihn und wir haben ihn vor allem lebendig. Das finde ich sehr gut. So, mal sehen, wo wir ihn jetzt hinbringen dürfen. Das nächste Gefängnis in Ansburg ist auf jeden Fall ein ganz schönes Stückchen weg. Da könnte uns noch einiges passieren. Wir lassen uns mal von Salmi Rede hier nicht stören. Das muss ja nicht sein. Wir lassen uns hier nicht irgendwie von ihm einlullen oder ähnliches. So, mal sehen, wo uns das jetzt hier hinführt. Aber hier scheint tatsächlich nach Ansburg zu kommen, so wie das aussieht. Das ist hier genau der Weg hier. Okay, gut, dann sollten wir bald haben. Und wir werden offensichtlich nicht mehr verfolgt. Wir haben offensichtlich den halben Kult oder den ganzen Kult ausgeschaltet. Oh, haben wir irgendwas richtig gemacht hier. Irgend hier ist auf jeden Fall dann wieder ein Stückchen sicherer. So viel steht fest. So, und da unten ist schon die Bahnstrecke. Das heißt, wir brauchen jetzt bloß nach links abbiegen. Und dann können wir den Kerl zum Sheriffsbüro von Ansburg bringen. Großartig, haben wir das geschafft auf jeden Fall. Oh, das war doch eine nette Geschichte. Ja, ich denke, das kann man nur schneller erledigen, wenn man weiß, wie die Mission abläuft. Und vor allem diese eine Geschichte da am Ende mit ihm, wenn man weiß, dass man ihm erstmal die Rüstung runterschießen muss. Das kann man besser lösen, wenn man weiß, wie die Mission läuft. I'm glad you brought him in alive. They're gonna stand trial. Alright, take your money. Sehr schön, hätten wir das abgeschlossen. Und da hinten kommt auch Beauty schon wieder. Und wir haben $438 dafür erhalten, 0,4 Gold-Dollar-Cents und 2850 XPs und 950 Kopfgeldjäger-SPs. Also das hat sich definitiv gelohnt. Und würde ich sagen, war nicht verkehrt. Gut, den einen Tod schieben wir mal darauf, dass das Steuerungssystem nicht so gut funktioniert hat in dem Moment und nicht so ganz klar war, was wir da machen durften, beziehungsweise nicht machen durften. So, wir ziehen mal wieder das Halstuch ab. Hätten wir eigentlich die ganze Zeit nicht gebraucht, aber auch egal. Gut, war das die Sache mit der legendären Kopfgeldjäger-Mission. Und, naja, ist ein bisschen länger jetzt geworden, die Folge. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Auf jeden Fall haben wir die Mission abgeschlossen. Die erste legendäre Kopfgeldjagd hier im Rahmen dieses Let's Plays. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Red Dead Online weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.